rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf. Ich stelle zur Freude aller Beteiligten fest, die nachher Innenausschuss haben, dass wir tatsächlich vor dem Zeitplan sind. Ob das dem Innenausschuss hilft, ist eine andere Frage. Tagesordnungspunkt 5 ist aufgerufen und für die Einbringung hat sich schon gemeldet der Kollege, der nachher auch den Innenausschuss ein bisschen führen wird. Kollege Heinz, Sie haben das Wort. Wir haben ausgemacht 7,5 Minuten. Wenn es schneller geht, können wir nachher länger reden, bevor Deutschland gewinnt. Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Jetzt muss ich überlegen, was klug ist, jetzt länger oder kürzer zu reden. Für die Fußballfans ist vermutlich geboten, die Zeit nicht komplett auszunutzen. Und der innenpolitische Sprecher der Freien Demokraten, der ja auch noch zu Wort kommt, hat eben auch gesagt, er hat es eilig. Und ein anderer Innenpolitiker der Freien Demokraten präsidiert. Von daher nehme ich mir das zu Herzen. Meine Damen und Herren, ich bringe für die Koalitionsfraktionen das dritte Dienstrechtsänderungsgesetz ein. Diesmal ist es wieder vom Papier her ein Umfang und von der Zahl der betroffenen Gesetze ein umfangreiches Gesetz. Es ist aber, um das vorab schon freimütig einzuräumen, von der Bedeutung her und der politischen Auswirkung her nicht so ein umfangreiches Paket wie damals die große Dienstrechtsreform, die wir vor rund 10 Jahren hier gemeinsam beraten haben, oder auch nicht so stark wie das zweite Dienstrechtsänderungsgesetz aus dem Jahr 2018, wo, denke ich, noch gravierendere Änderungen enthalten waren mit noch deutlich größeren Auswirkungen auf das tägliche Leben der Beamtinnen und Beamten und für alle, die für uns hier in Hessen Dienst tun. Dennoch gilt, das Dienstrecht, das soll und das muss sich weiterentwickeln. Das Gesetzespaket enthält einige Änderungen, die schon wegen der Weiterentwicklung der Rechtsprechung erforderlich und geboten sind, und auch technische Änderungen. Es gibt aber auch einige durchaus relevante politische Punkte, von denen ich einige hier herausgreifen möchte. Zum einen, und das stelle ich ganz bewusst an den Anfang, weil es für uns auch ganz politisch wichtig und relevant ist, es soll nach unseren Vorstellungen künftig eine sogenannte Angriffsentschädigung in Höhe von 2.000 Euro für Beamte und Beschäftigte geben. Worum geht es dabei? Es geht um Bedienstete, die im Dienst Opfer eines rechtswidrigen Angriffs geworden sind. Und diese Leistung soll künftig zusätzlich zu allen anderen Leistungen, wie eben Heilfürsorge, bei Fällen von schlimmen Angriffen natürlich auch Pensionen und anderen Leistungen gewährt werden. Es ist eine Anerkennung zum einen, aber auch eine materielle Unterstützung für diejenigen, die im wahrsten Sinne des Wortes für uns jeden Tag den Kopf hinhalten. Zu aller Ernst denkt man dabei natürlich an die Polizistinnen und Polizisten, die leider immer wieder und schon vielfach Opfer von Angriffen durch politische Extremisten, Hooligans, andere Gewalttäter geworden sind. In der jüngeren Vergangenheit muss man nur an die widerlichen Attacken aus dem Dannenröder Forst denken, an die Angriffe in Dietzenbach oder, wenn Sie noch einige Jahre weiter zurückgehen, auch an die EZB-Einweihung in Frankfurt. Meistens geht bei Polizeieinsätzen alles gut, aber es gibt auch immer wieder leider Fälle mit schrecklichen Verletzungen gegenüber den Menschen, die für uns Dienst in Uniform tun. Und bald wird es ja wieder große Sportereignisse geben, hoffentlich, wenn die Pandemie abklingt. Meistens geht auch dabei alles gut, aber wir hatten auch schon Hooligan-Ereignisse, ganz unpolitische Straftaten, aber auch mit gravierenden Auswirkungen. Und es gibt die Bediensteten des Landes, an die man nicht zuerst denkt. Nicht alle sind Uniformträger, die unter Attacken leiden. Es gibt auch Beschäftigte des Landes, die mit Bürgerkontakt arbeiten und die aus rechtsstaatlichen und rechtlichen Gründen ablehnende Entscheidungen treffen müssen, auch in Bereichen, wo es für die Betroffenen oft gravierende Auswirkungen hat. Dennoch können die Bediensteten oft nicht anders entscheiden, weil es Recht ist, das hergibt. Und auch das haben wir schon erlebt, dass ganz normale Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter in ihren Amtsstuben Angriff geworden sind, allein aufgrund ihrer dienstlichen Tätigkeit, die rechtlich geboten war. Für alle die wollen wir dieses bundesweit, wie ich das bislang sehe, einmalige Instrument schaffen. Wir gehen in Hessen mal wieder voran, wenn es heißt, sich ganz besonders um die zu kümmern, die für uns Dienst tun. Ein zweiter Punkt. Es soll Verbesserungen im Beihilferecht geben, einmal für die Ehepartner von Beamtinnen und Beamten. Der steuerliche Grundfreibetrag soll verdoppelt werden. Das heißt, mit einem bislang sehr geringen Hinzuverdienst ist man schon aus der Beihilfeberechtigung herausgerutscht. Hier wollen wir den Freibetrag verdoppeln. Das hilft sehr, sehr vielen Ehepartnerschaften.
Und in vielen Fällen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, bis heute hilft es dann auch Frauen, die bislang benachteiligt wurden, wenn sie auch nur eine relativ geringe Tätigkeit aufgenommen haben. Es soll aber auch weitere Verbesserungen im Beihilferecht geben für diejenigen, die noch geringe Bezüge haben, nämlich die Anwärterinnen und Anwärter. Dort sollen die Beihilfesätze angepasst werden. Das heißt am Schluss ganz praktisch mehr netto in der Tasche, weil der Beitrag zur privaten Krankenversicherung entsprechend dann abgesenkt werden kann, weil ja nur noch ein geringerer Prozentsatz versichert werden muss. Wir wollen auch die Gewinnung von Fachkräften erleichtern in besonderen Mangelbereichen. Insbesondere soll es möglich sein, schon zur Einstellung eine Umzugskostenzusage zu geben. Wenn man jemand also aus einem anderen Teil Deutschlands für Hessen gewinnt, in einem besonderen Mangelbereich, kann auch dieser Umzug dann nach Hessen entsprechend abgegolten werden. Manchmal ist ja gerade das die Hürde, was jemanden abhält, dann seinen Dienst- und Wohnort hierher zu verlegen. Wir wollen noch etwas für die Personalräte tun. Diese sollen dauerhaft die Möglichkeit bekommen, digitale Sitzungen abzuhalten. Wir schaffen hier Rechtssicherheit und nutzen Erfahrungen aus der Pandemie. Dauerhaft soll es hier also die Möglichkeit geben, künftig auch per Telefon und Videokonferenz zu tagen. Und das passt zum Thema Digitales. Es soll künftig auch einen neuen Laufbahnzweig geben, digitale Verwaltung. Die Qualifikation, die vermittelt jetzt noch ganz jung die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung. Und künftig wird es Angehörige geben im gehobenen Dienst, die mit dieser besonderen Qualifikation und dieser Laufbahn für uns Dienst tun. Wir wollen auch die Möglichkeiten des Zugangs zum Polizeidienst verbessern und verbreitern. Es soll nicht leichter werden, Polizeibeamter zu werden, aber es soll länger möglich werden, nämlich künftig bis zum 36. Lebensjahr. Herr Rudolph, die Zeiten im Leben, in denen man überhaupt produktiv tätig sein kann, am Beruf tätig sein kann, steigen immer weiter an. Auch verändern sich Erwerbsbiografien. Es gibt in vielen Berufen Späteinsteigerinnen oder Späteinsteiger. Und wir wollen auch im Polizeidienst die Möglichkeit, ohne Abstriche zu machen bei der Qualifikation, die wir verlangen, aber die Möglichkeit haben, sich 4 Jahre länger an seine Lebenszeit noch für den Polizeidienst zu bewerben. Und das ist vollkommen richtig und geboten. Und es soll sogar die Chance geben, künftig, wenn man das Auswahlverfahren nicht geschafft hat, 3 Jahre noch mal kräftig zu üben und zu trainieren und sich weiterzubilden und dann einen erneuten Anlauf zu wagen. Im Reisekostenrecht, auch das, glaube ich, passt in die Zeit, soll es für Elektrofahrräder künftig eine Wegstreckenentschädigung geben. Die E-Bikes sind ja manchmal genauso teuer wie kleine Autos. Und wenn jemand einen Beamter, den privat angeschafft hat und dienstlich nutzt, soll es natürlich auch eine Entschädigung dafür geben. Und künftig noch als letzter Punkt, jetzt habe ich die 7,5 Minuten doch fast ausgenutzt, soll auch der Präsident oder die Präsidentin des Landeskriminalamts politische Beamtin sein. Auch das ist folgerichtig und geboten. Die komplette Spitze der hessischen Polizei, das sind politische Beamte, der Landespolizeipräsident, die Präsident der Flächenpräsidien, auch der Präsident des Landesamtes für den Verfassungsschutz. Und natürlich ist auch der Präsident oder die Präsidentin des Landeskriminalamts politisch so exponiert, dass es eine Stellung ist, wo diese politische Loyalität auch gegeben sein muss. Das ist politisch folgerichtig. Und ist folgerichtig. Ich verstehe auch nicht den Popanz, der in den letzten Wochen zum Teil darum gemacht wurde. Und Herr Rudolph lacht, es gab auch schon Bundesinnenminister der SPD. Herr Präsident, ich habe es gesehen, es gab auch schon Bundesinnenminister der SPD. Und der Präsident des Bundeskriminalamtes war schon immer ein politischer Beamter. Ich kann nicht sehen, dass sich dort jemand schon drüber aufgeregt hat. Wenn man es zusammenbindet, ist es ein umfangreicher Gesetzentwurf, es ist ein guter Gesetzentwurf mit zahlreichen Änderungen. Viele davon nutzen den Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen. Zum Teil wird einfach die Rechtsprechung angepasst, technische Änderungen werden vorgenommen. Das Dienstrecht entwickelt sich fort. Wir werden das im Innenausschuss ausdrücklich ausgiebig beraten in Zukunft. Ich glaube, es gibt noch Gelegenheit, sich zu diesen von mir vorgetragenen Änderungen und anderen dort auszulassen. Herr Präsident, damit komme ich zum Schluss. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Dem Vorsitzenden des Innenausschusses konnte ich leider nicht abstellen. Aber es ist drin. Herr Herrmann ist schon genickt worden, dass er dran ist. Und als Nächster wird dann Herr Rudolph kommen. So, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! In der Tat ist es notwendig, das Dienstrecht weiterzuentwickeln und dienstrechtliche Regelungen der praktischen Rechtsanwendung bzw. zur Klarstellung des gesetzgeberischen Willens anzupassen, wie Sie es auch in Ihrem Gesetzentwurf schreiben. Man mag es kaum glauben, aber bis hierhin können wir von der AfD Ihnen zu 100% zustimmen. Bevor Sie jetzt aber in Euphorie ausbrechen, muss ich dennoch Wasser in Ihren jetzt schon zu dünnen Wein schenken. Denn schon bei Ihrer Auflistung der Problembereiche, die es anzupassen gilt, erreichen wir die 100% nicht mehr. Aufgrund der Vielzahl der genannten Themen in Ihrem Gesetzentwurf und der knappen Zeit, die uns hier zur Diskussion zur Verfügung steht, beschränke ich mich heute auf zwei Punkte, die wir grundsätzlich anders sehen und anders regeln würden. Diese sind in Ihrem Gesetzentwurf unter dem Punkt A Problem aufgelistet. Ich zitiere: Erstens. Die Präsidentin bzw. der Präsident des Landeskriminalamts gehört bisher nicht zum Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten. Und zweitens, im Polizeibereich besteht Bedarf, den Bewerberkreis für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst zu erweitern. Während Sie die Erweiterung des Kreises der politischen Beamten um den Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamts durchsetzen wollen, halten wir es für richtig, genau dies nicht zu tun. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir fordern Sie auf, auch die Polizeipräsidien nicht mit politischen Beamten zu besetzen. Dafür gibt es mehrere gute Gründe als allein Ihr Bedürfnis der politischen Einflussnahme. Damit Sie mich nicht missverstehen, wir haben durchaus Verständnis dafür, dass es Mitarbeiter geben muss, die die Politik der Regierungsparteien loyal vertreten und entsprechend zu den politischen Zielen der Regierung auch konsequent stehen. Ändert sich die politische Richtung, kann das durchaus die Auswechslung dieser Personen erforderlich machen. Diese politischen Mitarbeiter dürfen aber nur in Ministerien angesiedelt sein. In solchen parteipolitisch beeinflussten Positionen hat ein klassischer Beamter nichts zu suchen. Denn die Auswechslung würde dem klassischen Beamtentum widersprechen, welches auf Lebenszeit angelegt und keiner politischen Richtung, sondern Recht und Gesetz und einer unparteiischen Amtsführung verpflichtet ist. Denn es besteht eine sogenannte Treuepflicht gegenüber dem Staat und seiner Rechtsverfassung, nicht aber gegenüber politischen Parteien und ihren Zielen, die sich immer ändern können. Dementsprechend kann nur ein klassischer Beamter Behördenleiter sein. Entsprechend lehnen wir als AfD eine Besetzung solcher Ämter mit politischen Beamten grundsätzlich ab. Es gibt aber noch weitere Gründe für unsere Haltung zu diesem Thema. Wir als AfD wollen die Demokratie nicht nur schützen, sondern auch stärken. Das bedeutet, Behörden und damit die Beamten müssen vor parteipolitischen Beeinflussungen geschützt werden. Eine Behörde darf nur nach Recht und Gesetz handeln. Die Möglichkeit parteipolitischer Einflussnahme über einen politischen Beamten stellt eine Gefahr für die Objektivität und Neutralität des Verwaltungshandelns dar. Problematisch ist auch, dass politische Beamte jederzeit durch den Dienstherrn in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Das schafft eine besondere Abhängigkeit von der politischen Führung. Solchen Tendenzen muss entgegengewirkt werden. Und das geht nur, wenn Behördenleiter und in diesem Fall ein Beamter aus der Polizeiriege, der die Erfahrung und die fachliche Kompetenz mitbringt und parteipolitisch unabhängig agieren kann, keinen parteipolitischen Einflüssen ausgesetzt ist bzw. Rechnung tragen muss. Unglücklicherweise können schon länger die Behördenleitungen der hessischen Polizeipräsidien mit politischen Beamten besetzt werden. Das ist sehr bedenklich und darf aus unserer Sicht so nicht bleiben. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Eine unparteiische Amtsführung zum Wohle der Allgemeinheit kann mit einem politischen und damit abhängigen Beamten nicht garantiert werden. Es ist deshalb von grundlegender Bedeutung, dass nur Beamte auf Lebenszeit solche Positionen besetzen. Diese können nicht nach freiem Ermessen oder gar willkürlich durch politische Entscheidungsträger aus ihrem Amt entfernt werden. Ihre Rechtsstellung gewährt Ihnen die notwendige Unabhängigkeit von der Politik und gewährleistet damit eine rechtskonforme Aufgabenwahrnehmung der Behörde.
Genau diese Rechtsstellung ermöglicht es, schädlichen politischen Einflüssen zu widerstehen und entsprechend rechts- und gesetzestreu zu agieren. Kommen wir zu Punkt 2. Sie wollen im Polizeibereich den Bewerberkreis für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erweitern. Dazu möchten Sie das Höchstalter für Bewerber für den gehobenen Polizeidienst von 32 auf 36 Jahre anheben sowie eine einmalige erneute Teilnahme am Auswahlverfahren nach Ablauf von 3 Jahren ermöglichen. Die Ausweitung des Bewerberkreises auf 36 Jahren sehen wir grundsätzlich kritisch, wenn die Bewerber nicht eine für den Polizeidienst förderliche berufliche Qualifikation mitbringen, die einen berufsspezifischen fachlichen Mehrwert darstellt. Ganz abgesehen davon, dass die ältesten Bewerber dann frühestens mit 39 Jahren vollwertig für den Polizeidienst zur Verfügung stehen. Warum Sie aber eine einmalige erneute Teilnahme am Auswahlverfahren erst nach Ablauf von 3 Jahren ermöglichen wollen, erschließt sich ebenfalls nicht. Denn der Verweis darauf, damit Übungseffekte für das Bestehen eliminieren zu wollen, ist jedenfalls nicht überzeugend. Wir jedenfalls halten eine Einjahresfrist für angemessen. Interessanter ist allerdings, was Sie in diesem Gesetz nicht machen. Deshalb habe ich auch eingangs vom dünnen Wein gesprochen. Denn deutliche Verbesserungen für die Mitarbeiter stellt Ihr Gesetzesentwurf nur in geringem Umfang dar. Eine Ausnahme möchte ich natürlich dennoch erwähnen, auch wenn sie sehr spät kommt. Aber das Motto lautet ja besser spät als nie. Und das ist das, was Sie sogar schon genannt haben, die deutliche Anhebung der Einkommensgrenze zum Erhalt der Beihilfeberechtigung für Ehepartner und Lebenspartner. Diese Einkommensgrenze wurde sinnvollerweise verdoppelt. Dennoch bleibt festzustellen, Ihr Gesetzesentwurf beansprucht viel Text und enthält wenig Substanzielles. Substanzielles dagegen sind die Forderungen der AfD, wie zum Beispiel freie Heilfürsorge für Polizeibeamte, Stellenanhebungen im Bereich A9 bis A11, Dynamisierung und Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen. Und das sind nur einige Themen, die eine echte Verbesserung für die Bediensteten bedeuten würde. Aber genau die bleiben in Ihrem Gesetzesentwurf komplett unberücksichtigt. Abschließende Bewertung. Ihre Änderungen am Dienstrecht lassen den ernsthaften Willen für echte Reformen vermissen. Vor diesem Hintergrund können wir Ihrem Gesetzesentwurf nicht zustimmen. Wir werden uns hier enthalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich mache immer ein bisschen Pause, weil wir müssen ja erst noch die Hygiene beachten. Vielen Dank, dass Sie uns wieder so sauber durch unseren Arbeitstag bringen. Kollege Rudolph, Sie sind nunmehr dran. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal ein dickes Lob. Ja, das muss sein an der Stelle. An CDU und Grüne. Wir hätten so einen Gesetzentwurf als Fraktion schwerlich erarbeitet, wahrscheinlich alle anderen nicht, weil das ist ein Gesetzentwurf mit so vielen detaillierten Regelungen. Da brauchen Sie sehr viele Frauen- und Männerarbeitsstunden. Und deswegen, Herr Innenminister, vielen Dank, dass Sie zu 100% den Gesetzentwurf geschrieben haben. Und das Einzige, was von den Koalitionsfraktionen ist, sind die Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden. Vielleicht kehren wir irgendwann mal zu einem geordneten, sauberen parlamentarischen Verfahren zurück, dass die Regierung auch ihre Arbeit macht und nicht immer andere dafür einsetzt. Aber man soll sie möglicherweise auch nicht überfordern. Gerade bei einem solchen Gesetz wäre es klug gewesen, eine sogenannte regierungsinterne Anhörung vorzunehmen, um den Berufsverbänden, den Gewerkschaften, aber auch den Fachleuten Gelegenheit zu geben, ihre Dinge anzusprechen und dann sinnvollerweise im Verfahren zu machen. Aber davon halten Sie ja nichts. Ich will mich auf wenige Dinge konzentrieren. Der politisch gravierendste Veränderung ist vorgesehen mit der Aufnahme Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamtes in den Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten. Der Innenminister setzt seine Tradition fort. Er will gern durchregieren, so wie er das ja bei der Hochschule für Polizei und Verwaltung schon versucht hat. Musste erst wieder durchs Verwaltungsgericht gestoppt werden, damit das ein ordentliches Ausschreibungsverfahren gibt. Ja, Herr Frömmrich, das ist so. Ja, Sie haben so den Kopf gewagt zu schütteln bei dieser Behauptung. Und das ist also an der Stelle natürlich nicht richtig. Und Herr Innenminister, ich will Ihnen mal was sagen, Herr Innenminister, Herr Kollege Heinz, in 15 anderen Bundesländern
ist die Beamtin, ist die Präsidentin, der Präsident des Landeskriminalamts kein politischer Beamter, Beamtin, sondern das Landeskriminalamt ist eine ausgewiesene Fachbehörde. Das war richtig und ist richtig, und deswegen bedarf es nicht der Aufnahme in den Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten. Das ist übrigens ein fragwürdiger Sonderweg, den Sie hier gehen. Im Übrigen ist das nicht nur eine rechtspolitische, sondern auch eine verfassungsrechtliche Frage. Ich verweise in dem Zusammenhang auf einen Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2008, wo etwas gesagt wird, wer in den Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten aufzunehmen ist. Und da gibt es sehr wohl Grenzen. Und Ihr Hinweis, dass die Bundesebene, Kollege Frömmrich macht das ja auch immer, ja, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das sind die Behördenleitungen in der Besoldungsgruppe B9, die sind ganz anders integriert in die Behördenhierarchie, und deswegen ist das überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Sie hier machen. Und deswegen ist das ein Ansatz, der rechtlich auch zu überprüfen ist an der Stelle. Und hier geht es nur um die politische Durchsetzung der Träumereien des verehrten Herrn Innenministers. Und Sie haben ja im letzten Jahr versucht, die damalige Präsidentin Frau Thurau ja praktisch aus dem Amt zu entfernen. Das ist Ihnen nicht gelungen. Stattdessen musste ein anderer gehen. Und das zeigt ja, diese Fachbehörde muss fachlich arbeiten. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, weil das Landeskriminalamt ist eine Fachbehörde, sehr wohl, und das haben alle anderen bewiesen. Warum Sie als einziges Bundesland einen anderen Weg geben, dafür gibt es fachlich und sachlich keine Begründung. Der Innenminister will durchregieren. Das ist die einzig politische Botschaft, die dahinter steckt. Ansonsten gibt es Dinge zum Personalvertretungsrecht. Echte Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sieht übrigens anders aus. Seit dem radikalen Kahlschlag von Roland Koch im Rahmen der Aktion Düstere Zukunft sind elementare Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung ausgehebelt. Kein Schritt zurück. Dass man jetzt Online-Sitzungen durchführen kann, na ja, das ist in Pandemiezeiten vielleicht auch nicht der größte Wurf und ist durchaus innerhalb der Gewerkschaften auch noch umstritten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich gibt es in einem solchen Gesetz, wo viele Details geregelt sind, wo es redaktionelle Veränderungen gibt, wo ja die Kollegen von CDU, Grüne bis ins Eskefach sich da durchgearbeitet haben, also nochmal Respekt vor dieser Leistung, die Sie da gebracht haben, auch sinnvolle Dinge, wie etwa, dass man jetzt eine Reisekostenentschädigung für die Nutzung von Elektrorädern bekommt. Ja, das sind alles, das sind wichtige Geschichten, aber das sollten Sie mal nicht als den Hauptansatz dieser Gesetzesnovelle machen. Was in Ordnung ist, ist die Angriffsentschädigung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Ja, die Gewalt gegen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nimmt zu. Das ist ein richtiger Ansatz, ein kleiner Mosaikstein, um auch Wertschätzung auszusprechen. Wir hätten uns allerdings auch vorstellen können, dass man das auf ehrenamtliche Feuerwehrkräfte oder Rettungskräfte auch ausweitet, die übrigens auch bedroht und beleidigt werden und körperlichen Angriffen ausgesetzt werden. Wenn man das geregelt hätte, hätte man es gleich vernünftig und etwas großzügiger machen sollen. Problematisch erscheinen uns auch die vorgesehenen Änderungen im Bereich der Polizeilaufbahnverordnung. Kollege Heinz hat es ja so ein bisschen, sage ich mal, wohlwollend formuliert. Also wenn ein Bewerber für den Polizeivollzugsdienst durchgefallen ist, kann er jetzt nach 3 Jahren erneut antreten. Man hat das Höchstalter auf 36 Jahre jetzt erhöht. Ja, das machen Sie doch nicht, weil Sie das toll finden. Weil Sie jetzt schon Probleme haben, die Anwärterstellen mit Personal zu füllen. Und deswegen machen Sie dieses Konstrukt doch nicht, weil Sie das besonders toll finden. Die Frage ist doch, ist der Polizeidienst in Hessen nicht attraktiv genug? Ja, wir haben 0 Runden gehabt. Sie lehnen seit Jahren die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage ab. Die Bundespolizei hat gerade die Höhe der Polizeizulage nach oben verändert. Die Rahmenbedingungen stimmen teilweise in Hessen nicht. Und deswegen gehen eben Bewerberinnen und Bewerber zur Bundesebene oder in andere Länder, wo es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Daran sollten Sie arbeiten und nicht versuchen, mit solchen Konstrukten Personal zu gewinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen erleben wir ja auch gerade, dass der Polizeiberuf ja in der Kritik steht. Ja? Und übrigens ein Punkt, wo wir gesagt hätten, wo Sie die Leistungen von Polizeibeamten hätten auch würdigen können mit einer Anerkennungsprämie, war der Einsatz im Dannenröder Forst. Da hilft kein Dankeschön des Innenministers, dass Sie da waren, sondern es waren konkrete Gefährdungen und extreme Belastungen.
Und Sie haben abgelehnt. Wir haben in Haushaltsberatungen das mehrfach thematisiert. Da hätten Sie beweisen können, dass Sie nicht nur in Sonntagsreden das Amt von Polizeibeamtinnen und Beamten wertschätzen, sondern auch durch entsprechende Taten. Ich will noch auf einen anderen Punkt hinweisen, wo Sie möglicherweise auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Ja, im Beihilfebereich gibt es Veränderungen. Ich will einen Punkt sagen, die Beschränkung von Beihilfeleistungen im Falle einer künstlichen Befruchtung auf Angehörige einer Ehe, könnte man jetzt sagen, ist nicht so relevant, aber das entspricht eher einem Frauenbild, hätte ich jetzt fast gesagt, was vielleicht ein paar Jahrzehnte her ist. Also, dass in einem Gesetzentwurf, den die Grünen mit unterschrieben haben, so etwas noch drinsteht, hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die Grünen nicken ja ohnehin im Innenbereich alles ab, was dieser Innenminister macht. Und deswegen, meine Damen und Herren, ja, die Anhörung wird interessant sein, weil es gibt neben politischen Fragestellungen auch rechtliche Fragestellungen. Wir sind jedenfalls dabei, diesen Gesetzentwurf ganz kritisch zu bewerten. So wie er jetzt auf dem Papier steht, wird er jedenfalls nicht die Zustimmung der SPD finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächstes bitte ich den Kollegen Schaus. An das Pult. Für weitere Vorbereitungshandeln. Danach ist Herr Frömmrich und danach ist Stefan Müller, aber nicht der Polizeipräsident, sondern der FDP-Kollege. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute beraten wir ein sehr umfangreiches Gesetz, das nahezu in allen beamtenrechtlichen Gesetzen Änderungen vorsieht. Änderungen sollen demnach vorgenommen werden im Hessischen Beamtengesetz, im Hessischen Besoldungsgesetz, im Hessischen Disziplinargesetz, im Hessischen Beamtenversorgungsgesetz, im Hessischen Personalvertretungsgesetz, im Hessischen Reisekostengesetz, im Hessischen Umzugskostengesetz, im Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, in der Hessischen Laufbahnverordnung wie in der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung, in der Hessischen Beihilfeverordnung sowie der Hessischen Urlaubsverordnung und der Hessischen Trennungsgeldverordnung. Sie merken also, wie umfangreich dieser Gesetzentwurf mit seinen 51 Seiten geworden ist. Ich will nur beispielhaft auf wenige Punkte eingehen. Vorgesehen sind bei einzelnen Gesetzen und Verordnungen manchmal nur kleine Anpassungen, wie zum Beispiel die Erweiterung des Kreises der politischen Beamtinnen und Beamten nun auch für die zukünftige Landespolizeipräsidentin. Oder wird es wieder ein Mann? Kleine Änderung also, aber mit großer politischer Wirkung. Als Linke sehen wir diesen Punkt ganz anders. Aus unserer Sicht muss bei der Stellenbesetzung von Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten allein die Fachlichkeit entscheiden und nicht das Parteibuch. All diese Stelleninhaber müssen ihre Funktion unabhängig und neutral ausüben und dürfen nicht von der Willkür des Innenministers abhängig sein. Im Gesetzentwurf vorgesehen sind auch das Höchstalter bei den Bewerbungen für Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Polizei von 32 auf 36 Jahre anzuheben und sogar für in den Tests zweimal durchgefallene Anwärter eine erneute Bewerbung nach 3 Jahren zu ermöglichen. Beides deutet auf erhebliche Probleme bei den Bewerbungen für die Polizei hin. Anders kann man das gar nicht bewerten. Oder wenn es um eine Änderung des Personalvertretungsgesetzes geht, wo die bis zum 31. Mai diesen Jahres wegen Corona befristete Möglichkeit, dass Personalräte Online-Sitzungen und Umlaufbeschlüsse durchführen konnten, nun dauerhaft ermöglicht werden soll. Dagegen hat sicher niemand etwas. Herr Schaus, ich darf noch einmal ganz kurz alle Kollegen bitten, die Maske auch richtig zu tragen. Dankeschön. Dagegen hat sicher niemand etwas, aber auch hier frage ich mich, wieso wird denn dies jetzt, also vorab, einer bereits seit langem ausstehenden, umfassenden Novelle des Personalvertretungsgesetzes vorgenommen? Oder mit anderen Worten, wäre es nicht sinnvoll gewesen, diese Novelle des Personalvertretungsgesetzes endlich mal auf den Tisch des Hauses zu legen.
Viele Regelungen also, die es wert gewesen wären, sie in einem geordneten Anhörungsverfahren, so wie im Beamtenrecht vorgesehen, ausführlich mit den zuständigen Gewerkschaften vor der Einbringung zu beraten. Diese Beratungen sind bei Gesetzesvorhaben der Landesregierung deshalb auch gesetzlich vorgeschrieben, weil es, anders als bei den Tarifverträgen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes, eben keine Tarifverhandlung für Beamte gibt. In § 53 des Beamtenstatusgesetzes heißt es dazu, ich zitiere, bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelung der beamtenrechtlichen Verhältnisse durch die obersten Landesbehörden sind die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände zu beteiligen. Das Beteiligungsverfahren kann auch durch Vereinbarungen ausgestaltet werden. Soweit das Zitat. Die Gewerkschaften wurden aber wiederum im Innenministerium nicht beteiligt. Eine kursorische Vorstellung fand dort zwar statt, aber eine Auseinandersetzung war nicht möglich, weil der Entwurf überhaupt nicht vorlag. Dieser von jetzt den Koalitionsfraktionen eingebrachte Gesetzentwurf, Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen, wurde im Innenministerium entwickelt und dort seit langem vorbereitet und nicht innerhalb der Fraktionen, die ihn eingebracht haben. Ein angeblicher Zeitdruck ist also nicht nachvollziehbar. Er ist künstlich erzeugt, um die gesetzliche Anhörung wieder einmal zu umgehen, meine Damen und Herren, so wie wir das in den letzten Jahren bei vielen beamtenrechtlichen Regelungen hier von dieser Koalition fast gar nicht mehr anders kennen. Es gibt keine keine Einbringung mehr durch die Landesregierung in allen beamtenrechtlichen Fragen, sondern immer nur Koalitionsanträge. Und damit werden die Gewerkschaften sozusagen ausgeschaltet in der Vorbereitung und in der Diskussion. Die vorliegende Gesetzesinitiative ist nach Aussage der Gewerkschaften seit Jahren in der Pipeline. Die Uneinigkeit in der Regierungskoalition hat aber dazu geführt, dass sie nicht fertig wurde, und nun muss alles ganz schnell gehen. Es geht angesichts der umfänglichen, durch das Parlament höchstens teilweise nachvollziehbaren Details definitiv nicht, meine Damen und Herren. Es gab zwar einen Gesprächstermin im Hessischen Ministerium für Inneres und Sport zum Gesetz, zu dem der Minister den DGB, den Beamtenbund und den Richterbund eingeladen hatte. Dort wurde eine Präsentation durch die Arbeitsebene gezeigt. Dabei konnten sich die Gewerkschaften lediglich Notizen machen. Zugeschickt wurde ihnen die Präsentation aber danach nicht. Eine politische Debatte sei in dem Gespräch ohnehin nicht möglich gewesen. Der Minister habe die Gewerkschaften lediglich begrüßt und musste dann gehen. Der anwesende Staatssekretär ging ebenfalls wegen Terminkollision nach wenigen Minuten. Das alles spricht für sich selbst, meine Damen und Herren. Es gibt im Gesetzentwurf positive und negative Aspekte. Einiges davon ist auch überfällig. Dazwischen sind aber auch einige brisante politische Fragen versteckt. Einige habe ich eben angesprochen. Wir müssen die erneut von der Koalition umgangene Beteiligung der Gewerkschaften nun in einem gründlichen Anhörungsverfahren im Innenausschuss nachholen. Uns ist die Meinung der Gewerkschaften jedenfalls sehr wichtig. Deshalb wollen wir sichergestellt haben, dass sie wenigstens jetzt ausreichend Zeit erhalten, zu diesem umfangreichen Gesetzentwurf detailliert Stellung zu nehmen und im Ausschuss auch diskutieren zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus.